Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Channel von Error4 Computer. Ja, wir haben ja mittlerweile den zweiten Advent und ich dachte mir so, ja, ich habe jetzt kurz vor dem ersten Advent mein Zimmer umgestellt, filmst das Ganze ein bisschen in so einer Art Timelapse und zeigst die einfach mal. Und ich würde sagen, ich rede jetzt nicht lang um den heißen Brei, sondern zeige euch ein kleines Video. Was ich gemacht habe, ich habe meinen Rechner, der hier direkt unter oder direkt neben mir stand, der hat immer an meinem Bein gestört. Habe ich jetzt nach hinten verfrachtet. Ihr seht es, vielleicht liegt es auch eine externe Festplatte, die gerade noch Daten kopiert, weil ich auch ein bisschen Daten aufgeräumt habe, weil irgendwie meine zwei Festplatten mit jeweils 1 Terabyte randvoll waren. Was mache ich eigentlich mit Daten? Sammle ich die? Bin ich ein Datenmessi? Naja, egal. Anderes Thema. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. So, dann zeige ich euch doch einfach mal, was ich hier alles gemacht habe. Und zwar, ihr seht es ja, mein Zimmer sah echt wie Kraut und Rüben raus aus. Ich hatte hier ja 3 Bildschirme nebeneinander und aktuell baue ich hier den Rechner ab und habe mal ein bisschen ausgesaugt, weil der war echt staubig, so nach einem knappen Jahr Benutzung, ohne irgendwie mal auch ein bisschen aussaugen oder so. Und ihr seht ja, ich trage hier immer wieder Kabel weg, schon wieder ein Kabel weg und nochmal ein Kabel und noch ein Kabel und hey, es war einfach nicht mehr schön. Ihr seht ja hier links unten auf meiner Couch, seht ihr den Korb. Ihr könnt euch ungefähr so einen Einkaufskorb vorstellen, wie groß der ist, so ein kleiner Tragekorb, und der war zum Schluss echt randvoll mit Kabeln, die einfach hier in meinem Zimmer verbaut waren. Ich hatte dann hier, wie ihr seht, hatte ich noch so einen Kabelkanal an dem langen Schreibtisch befestigt, direkt oben ran, und habe den jetzt an die Wand geschraubt, weil ich habe den Deckel nie gescheit zugekriegt, weil es oben eingeklemmt war. Und somit war für mich die Entscheidung eigentlich klar, der muss an die Wand, damit ich den Kabelkanal aussuche, wie man verwenden soll, nämlich einfach in die vorgefertigten Löcher oder mit den vorgefertigten Löchern an die Wand schrauben, und habe das dann auch gemacht. Habe dann unter die Dachschräge mein WLAN Access Point, mein Switch, mein 1 Gigabit Switch und mein 100 Mbit Switch verpackt. Okay, der 100 Mbit Switch ist eigentlich voll für die Katz, den brauchst du heutzutage nicht mehr, aber ich habe ihn trotzdem mal mit hingehängt, beziehungsweise ich habe ihn oben hängen lassen, weil den wirst du bestimmt mal brauchen, also mehr wie 8 Ports. Deswegen hängt er da oben mit dem Raspberry Pi, der da oben verschraubt ist. Ich kann euch vielleicht auch noch Bilder zeigen, wie das Ganze jetzt da unten zum Schreibtisch aussieht. Und ja, ihr seht hier jetzt an sich nicht viel, was ich hier unter dem Schreibtisch gemacht habe. Ich habe die ganzen Kabel aufgeräumt und alles angeschlossen, versucht die Kabel alle zu verstecken. Jetzt liege ich gerade echt unterm Schreibtisch, da nämlich wo auch meine Bildschirme später wieder sind und ich auch tagtäglich wieder arbeiten werde, und habe da alle Kabel sortiert und mit Klettkabelbinder zusammen gemacht. Dann, na klar, immer wieder was getrunken, weil trinken ist wichtig, Leute. So 2 bis 3 Liter sollten am Tag schon sein, so für den Otto Normalverbraucher. Alles drunter, finde ich, ist nicht so schön. Deswegen trinken, trinken, trinken. Und dadurch, dass ich gekühltes Getränk liebe, tue ich mir meistens fast so eine 1,5 Liter Flasche. Gibt es ja auch so für einen Radsport oder so. Und dann klatsche ich mir da einfach noch Eiswürfel mit rein. Ja, hier habe ich dann auch wieder meine Bildschirme aufgebaut, um irgendwann mal ein Ende zu sehen. Und habe dann teilweise auch noch Kabel vergessen gehabt. Die ziehe ich dann hier aktuell noch mit rein. Hier war ich noch am überlegen, dadurch, dass ich ja auch ein bisschen DJ bin, musste ich noch ein bisschen Audiokabel verlegen. Jetzt waren die erst zu kurz, hab da rum überlegt, so wie machst du das, hab Kabel gesucht, sieht mir ja vielleicht hier auch ein bisschen. Und dann hatte ich endlich welche, hab sie dann mit Klettkabelbinder zusammen gemacht und es sieht an sich jetzt nicht schlecht aus. Dann meinen großen, was sind das, 24 Zoll Monitor wieder schön hingehängt. Mit so einem, kennt ihr ja für Tische oder für Mikrofone, so eine Schraubhalterung, damit es einfach so leicht nach unten gebogen ist, dass ich auch schön wieder alles sehe. Hab dann hier nochmal ein bisschen aufgeräumt,
Ihr seht vielleicht ein bisschen, ich habe nicht mehr alle Kabel verbaut, sondern nur noch, ja, das Wichtigste. Und habe hier jetzt wirklich nur noch das Wichtigste an Kabeln verbaut und es ist auf jeden Fall schon aufgeräumter, finde ich. Na klar, seht ihr jetzt leider, da ich jetzt schon am Ende vom Video bin, nicht mehr alles. Ich habe nämlich irgendwann mal gesagt, okay, jetzt mache ich nur noch Kleinigkeiten, das sieht man nicht mehr. Ich kann euch jetzt auch nochmal ein Bild zeigen zum Schluss, wie mein Zimmer jetzt fertig aufgeräumt aussieht. Und ja, das soll es gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!